Und das ist jetzt unser Thema, die weitere Entwicklung mit Covid-19. Und Professor Christian Drosten warnt vor einer möglichen Herbst- und Winterwelle. Er sagte, diese deute sich auch mancherorts bereits in Deutschland an. Die Zahlen seien lokal unabhängig von Reiserückkehrern gestiegen. Die derzeitige Beruhigung der Infektionszahlen sei ein vorübergehendes Phänomen. Das Problem sei die weiter rückläufige Impfquote. Drosten bezeichnete die Impfzahlen als, Zitat, übel. Das Losrollen einer neuen Welle erwartet der Virologe der Berliner Charité für den Herbst anfangen.